Recht herzlich willkommen zur Folge Nummer 15 von City Skylines. Ja, da sind wir in unserem Spiel drinne und wir wollen ein neues Industriegebiet aufbauen und das sollte hier an dieser Seite sein. Dann wollen wir da mal schön dran arbeiten und dafür brauchen wir als erstes, denke ich mal, eine Straße, die ich hier anfangen will. Ich glaube, die Steilküste, die lassen wir mal da ein bisschen außen vor, ne? Sonst wird das zu teuer wahrscheinlich, weil wenn du hier hingehst, dann kostet ein bisschen mehr wie da oben, ne? Können aber hier mal so eine geschwungene Strecke machen eigentlich, ja? So geht das doch, oder? Bisschen näher ranzoomen. Und ach, da haben wir gar keine Lücke für die Straße gelassen, oder wie sehe ich das? Ah, das ist ja doof. Okay, dann machen wir das anders. Dann machen wir das natürlich bis hier ran, so weit wie es geht. Oh, beschäftigte Kleinstadt. Und ich bin am Bauen. Das ist ja gemein, ne? Aber dann halt haben wir, wie viele Leute? 5.500. Stadtplanungs... Richtlinien wahrscheinlich. Das ist abgekürzt. Stadtplanungsrichtlinien. Ja, da steht Splashrunner, können Sie bestimmte Features Ihrer Stadt oder bestimmte Stadtviertel hervorheben. Okay. Neues Feature. Neue Dienstleistungen. Einziger Gebäude, Stufe 4. Neue Industriespezialisierung und das ist die Ölindustrie. Das ist ja cool. Neue Richtlinien, kostenloser Nahverkehr. Verbot für starkes Verkehrsaufkommen. Das ist ja interessant, ne? Aha. Okay. Und dann gibt's neue Straßen. Schön mit Grüngürtel und sowas. Hier links, rechts Bäume. Und hier Autobahn mit Lärmschutzwand. Das ist ja noch cooler. Vierspurige Straße mit dekorativen Bäumen. Vierspurige Straße mit dekorativem Gras. Zweispurige Straße mit Gras. Auch schön. Ja, dann das mit Grasstreifen, mit sechsspurig, einbahnstraßenmäßig, mit Bäumen, einbahnstraßenmäßig, sechsspurig mit Bäumen, auch sechsspurig mit Gras, einbahnstraßenmäßig und hier unten sogar mit Einbahnstraße und Bäumen. Oh, und darunter ist noch was. Polizeihauptquartier, Feuerwehrhaus, Ölkraftwerk und Krankenhaus. Okay, das ist ja schön. Ja, Entschuldigung. Immer dann, wenn man gerade aufnimmt, muss man natürlich husten. Einzigartige Gebäude. Shoppingstatue. Platz der Toten. Okay, das ist alles noch nicht freigeschaltet, ne? Hier hat es ein bisschen was. Statue der Industrie und Statue des Wohlstandes. Und Errungenschaften haben wir schon. Cityplaner und so. Naja, okay. Gut, dann wieder raus. Weg da, das brauchen wir nicht. Jetzt wollen wir hier unsere Straße weiterbauen. Und ich wollte hier die Industrie weiter dran kriegen. So weit wie möglich an das Windrad. So. Und dann da nicht mehr verbinden, sondern von hier darüber. Tja, machen wir so, denke ich. Dann da nicht. Sondern von hier noch wollte ich dann darüber. Gucken, wie weit wir gehen können bis zu dem Windrad. Und da geht's nicht mehr. Also bis da. So, zwei Stichstraßen da. Residential brauchen wieder mehr, also Wohngebiete werden gefragt, aber Industrie natürlich auch. Zoomen wir gerade rein. Ich link mal hier diese Eckchen. Die können wir auf jeden Fall noch grün machen, oder? Obwohl, wie machen wir das? Gute Frage, ne? Also ist auf jeden Fall mehr Dingens gefragt. Na komm, dann machen wir noch Straße. Und diesmal machen wir hier mit so schicken Bäumen da dran, ne? Und zwar würde ich das gerne hier so machen. Machen wir sie durch oder nicht? Machen wir sie durch. Und hier eine Stichstraße. Das geht so nicht. Und da lang. Bis dahin.
Eine kleine Sackgasse. So, ist auch mit Bäumen. Das sieht jetzt richtig schick aus. Dann neue Zone, weil grün ist gerade gefragt, ne? Einfach hier, überall grün. Da auch, da auch. Diese Sackgasse auf jeden Fall grün. Da freuen die sich ja richtig, ne? Hier ist der Kommerz. Aber ich mache hier trotzdem grün wegen dem Park. Oh, das sind zwei Flächen. Ist das auch noch eine? Ne. Da auch. Dort und dort. Okay, da will ich nicht. Da auf jeden Fall. Hier mache ich auch. Hier muss die Straße durch. Da können wir aber das andere hier nehmen. Ich glaube, das geht, wenn wir das so machen. Und das geht auch, wenn wir das machen, denke ich. So, dann haben wir auch da grünes Meer. Und dann gehen wir in das Gelbe noch rein. Auf jeden Fall hier. Achso, da müssen wir erstmal unseren Eimer wieder haben. Da jingelt's überall. Gucken, ob da welche bauen. Gut, das hat geklappt da. Hier auf jeden Fall auch. Das geht auch, das geht auch. Hier geht auch noch. Die Seite geht auf jeden Fall auch. Da weiß ich noch nicht. Das warten wir erstmal noch ab. Und die Innenseite hier warten wir auch noch ein bisschen ab, oder? Ja, vielleicht sollten wir hier noch ein bisschen grün haben, ne? Haben wir jetzt hier. Das hätten wir natürlich vorher machen können. Naja. Bisschen mehr rum. Machen wir mal so, oder? Was ist denn da passiert? Ist da jetzt eine Kreuzung hingekommen? Komisch, hä? Na, das ist aber eigenartig. Das möchte ich aber nicht haben. Weg. Nochmal gucken. Ne, ist wieder so. Na, das ist ja eigenartig, ja? Komm so hin, fertig. Und die mit dem Grünstreifen machen wir dann von da aus mal da irgendwie so hin. Machen wir mal so. Sieht doch schon ganz gut aus, oder? Gelb ist schon gar nicht mehr gefragt, eher grün. Da müssen wir nur Wasser hin haben, sehe ich gerade schon. So. Und später geht es dann da auch noch. Na, später ist gut, sondern wir machen es gleich sofort. Warum will der da jetzt nicht einrasten? Na, okay. Keine Ahnung, welche Schwierigkeiten das jetzt hat. Na, weiß ich auch nicht, ob wir da lang gehen. Na, gehen wir da lang, komm. Zack. Passt. Strom sollte von alleine kommen. Sieht auch danach aus, als ob das klappen könnte, ne? Und wir sind da am Limit mit zwei Wasserwerken. Der kostet 3500 und der kostet 2500. Okay, dann müsste man ja schon sagen, komm, wir bauen eine dritte Station ein. Ah, stopp. Unser Limit haben wir hier eingestrengt, kann das sein? Ja.
Und dann gehen wir da erstmal ein bisschen höher. Dann müsste das mit dem Wasser doch auch wieder passen, oder? Ah, guck mal. Können wir sogar im Budget noch wieder ein bisschen rückwärts drehen. So, wunderbar. Was macht der Strom? Ist da die Auslastung? Ja, die ist am Limit. Da müssen wir also auch gucken, dass wir noch ein Windrad da hinkriegen. Aber dieses hier, ach, da ist jetzt ein neues, ne? Ölkraftwerk. Kostet aber 50.000. Wir sind die grüne Energie. So, oder? Brauche ich dahin? Nee, das will ich nicht so. Und wunderbar. Gut, haben wir wieder ein Stück weiter. Industrie kann sich ansiedeln. Wir haben aber keine grünen Bereiche mehr. Die müssen wir wieder bearbeiten. Also hier auf der Spitze können wir auf jeden Fall noch schon grün machen. Und dieses auch. Und ich denke, das auch. Und das andere müssen wir gucken erst. Da soll eine Straße rein wahrscheinlich. Da oben müssen wir einen Bulldozer haben, der da aufräumt. Immer hier ist das, dass das alles weg muss. Ist noch was? Ja, ne? Wie sieht's hier hinten aus? Oder sind irgendwelche Sachen? Da müssen wir erstmal gucken. Was ist hier? Ah, weg. So, jetzt aber. Müllberge, okay. Und eben war das Feuer, oder? Da fehlen Arbeiter. Oder habe ich mich jetzt vertan? Kein Platz mehr. Da brauchen wir die MVA jetzt langsam. Was haben wir hier für Wohngebiete? Wirkliche Wohngebiete, okay. Oh, das geht da sogar rein. Cool. Ich denke, das können wir bis hierhin ruhig machen, ne? Zack. Wie sieht es da mit Wasser aus? Wahrscheinlich nicht gut. Okay, genau so ist es. Okay, das haben wir auch. Und den müssten wir hier wegreißen, ne? Wo ist denn der Strom? Da. Ja, können wir definitiv hier wegreißen. Die Hochspannungsleitung braucht keiner mehr, ne? In einem Rutsch weg. Und es ist auch gleich schon, dass wir das Wohngebiet technisch weiter ausbauen können. Gut, passt. Ja, Lärmbelästigung, da werden sie nicht glücklich drüber sein, aber ist jetzt nicht so wild, oder? Und was macht denn unser zweites Lager hier? Oder Lager ist das ja nicht, sondern Mülldeponie, Müllkippe. 68% gleich voll, okay. Da müssen wir auch was tun. Hier sind die Müllberge. Steht ja alles prima eigentlich da, ne? Das heißt, hier unten können wir auch noch wieder eine Müllkippe machen, oder? Auf der Seite geht leider keine. Aber da geht einer. 4000er Baukosten. Machen wir. Und was ist da für ein Problem alles? Oh, drei Häuser zum Abreißen, weil nicht benutzt. Und? Wo ist da ein Wasserproblem?
Okay. Gut. Das haben wir erledigt. Können die da auch hinziehen. Prima. Okay, wir haben unser Industriegebiet ein Stück weiter gebaut. Da fehlen Arbeiter. Das heißt, wir brauchen wieder Grün. Blau brauchen wir allerdings auch. Müssen wir also auch noch hinkriegen. Städtchen wächst und gedeiht, das ist auch gut so. Wir hören immer diese vielen schönen Jingles, das heißt, da passiert was. Updates oder so. Hier sind ja auch schon richtig große Häuser, ne? Die sind schon in der letzten Stufe. Da müssen wir schon bald Dingens haben, wie heißt es? Universität oder sowas, damit wir da auch noch upgraden können. Was ist das für ein Ding, Blau? Nicht genügend gebildete Arbeiter. Siehst du, da fehlt es dann schon dran, ne? Aber das kriegen wir erst ab 7500, aber wir sind auf gutem Weg dafür. Gut, dann würde ich aber sagen, soll es für die Folge reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann, tschüss.